war ein bisschen zäh. Wir waren dann in der Umschaltbewegung nicht gut, viel zu offen. Stand dann oft in Gleichzahl oder sogar in Unterzahl und dann wird es natürlich schwer. Und wir haben nach 10 Minuten aber gemerkt, okay, so geht's nicht und haben es dann besser gemacht, haben die Restverteidigung besser gestaffelt und von da an hat dann Frankfurt eigentlich keine Möglichkeit mehr. Und in der zweiten Halbzeit, glaube ich, haben wir so viele gute Kontermöglichkeiten, da müssen wir viel eher noch das eine oder andere Tor machen, da haben wir endgültig Ruhe. So haben wir es ja gegen Frankfurt auch schon oft erlebt, dass man einen zwei Tore Vorsprung auch mal hergeben kann. Und zum Glück heute nicht und von daher sind wir alle glücklich und zufrieden und haben auch gezeigt, dass hier niemand gewillt ist, die Saison abzuschenken. Ja, sicherlich. Das Tor haben wir hergeschenkt. Unnötiger Ballverlust, dann spielen wir hinten in Unterzahl. Die können sich aussuchen, welche Seite sie spielen. Und sehr unglücklich angefangen, aber wir haben, glaube ich, Wort gehalten. Wir haben gesagt, wir hauen alles raus, was wir haben. Und es war ein sehr engagierter Auftritt der Mannschaft und deswegen haben wir auch verdient das Spiel gewonnen. Ja, Frankfurt hat es gut gemacht. Die haben uns enorm unter Druck gesetzt. Damit hatten wir sicherlich in den ersten 15, 20 Minuten Probleme. Aber nach dem schönen herausgespielten 1-1, hat man gesehen, welche Klasse wir auch haben. Gerade in der Offensive haben sehr variabel gespielt. Da wurde es dann auch immer schwerer für die Frankfurter, das zu verteidigen. Und der 2-1-Treffer kurz vor der Pause hat uns natürlich auch gut getan. Wir waren echt nicht gut im Spiel, aber das frühe Gegentor, klar, wir hatten immer noch 87 Minuten Zeit, das Spiel zu drehen. Und wir wissen, dass wir die Tore machen können. Wichtig war es, dass wir dann nicht das zweite noch gefangen haben. Und dann haben wir unsere Torchancen einfach vorne eiskalt genutzt. Ja, letztes Jahr wurde mir die Frage auch gestellt um diese Zeit, um den 30. Spieltag, sehr, sehr oft. Da bin ich Zweiter geworden, aber es geht ja darum, dass ich unheimlich stolz bin, das so bestätigen zu können. Letztes Jahr 16, jetzt stehe ich bei 19. Ich hoffe natürlich, dass ich die 20 dieses Jahr noch voll machen kann, aber wo ich am Ende lande, das wird man sehen. Ich denke, Nils Pedersen hat auch eine wahnsinnig gute Mannschaft im Rücken, die sicherlich auch aufsteigen werden, die es verdient haben. Und werden wir sehen, am Ende gewinnt vielleicht noch Bobby Wood. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, im Spiel hat sich das auch ziemlich gut angefühlt. Dass es dann mit so einem Tor endet, ist natürlich umso besser auch das wichtige 1-1, wo wir dann einfach auch viel besser im Spiel gewesen sind und danach eigentlich die ganze Zeit dominiert haben. Ja, ist egal, ob entschieden oder nicht. Ist das eine Frage? Ehrlich, geiles Gefühl, da war ein Tor. Was soll das sein? Ja, erstes Tor für mich seit 2 Jahren, glaube ich. Natürlich ein schönes Gefühl. Hat mich in den letzten Wochen immer gut angenähert. Hat es noch nicht geklappt, heute hat es geklappt. Ist doch schön. Ja, wurde mal Zeit. War die letzten Spiele nah dran. Habe ihn natürlich ein bisschen aufgezogen während der Saison. Ist schade, dass es jetzt ein bisschen weitergeht. 5 Spiele haben wir noch. Es wird, glaube ich, schwer, mich ganz einzuholen. Aber ich denke, er hatte heute dieses Jahr schon viele Torchancen. Hat sie nie nutzen können, auch gerade letzte Woche gegen Leipzig, wo der Torwart sensationell gehalten hat. Ich glaube, das ganze Stadion hat sich am Ende gefreut, dass er so das i-Tüpfelchen setzen konnte. Ja, Gänsehaut pur, jedes Mal, wenn ich das höre. Heute ganz besonders, vor allem nach dem Sieg. Die Mannschaft hat Moral gezeigt, wir haben unser Spiel nach 25 Minuten durchgezogen. Und ja, so sollte es eigentlich immer aussehen. Es ist, wir wollen ja nicht rausgehen und irgendwie verlieren, schlechte Stimmung aufkommen lassen oder sonst was. Wir haben bis jetzt eine gute Saison gespielt, haben, glaube ich, hier gerade auch zu Hause, aber insgesamt, aber vor allem auch zu Hause, glaube ich, sehr, sehr gute Auftritte hingelegt, die leider nicht immer mit dem Sieg belohnt wurden. Aber ich glaube, hier hat jeder gesehen, der ins Stadion gekommen ist, was für eine Mannschaft hier auf dem Platz steht, die charakterlich einwandfrei ist und super Fußball spielt. Und ja, mit unserer Qualität muss dann unser Anspruch auch sein, so ein Heimspiel gegen Frankfurt zu gewinnen. Und das haben wir heute auch bewiesen. Wir spielen eine gute Saison, aber es sind 3 Mannschaften vor uns, St. Pauli ja auch noch, aber die 3 natürlich vorneweg, die wirklich eine außergewöhnlich gute Saison spielen. Und da kann man dann nur gratulieren und sagen, die Mannschaften waren über die Saison noch besser als wir. Wir schauen jetzt, dass wir so viele Punkte noch wie möglich holen und dann schauen wir mal, auf welchem Platz wir noch landen.